Herzlich willkommen zur vierten Heimspeisung hier im Helheim. Man kann sich diese T-Shirts natürlich kaufen. Und zur vierten Heimspeisung impliziert für die Leute, die noch nie hier waren. Es gab schon drei. Heute haben wir jemanden zu Gast, den ich schon seit vielen, aber wirklich vielen Jahren kenne. Und um einfach mich für diesen heutigen Auftritt von ihm wirklich auch, da habe ich mir was mitgebracht. Ja, liebe Freunde, begrüßt mit mir den großartigen, phänomenalen, gut aussehenden, jungen und fantastischen und erfolgreichen André Kulanasch! Sehen wir gut aus? Also ich meine, natürlich. Ich mache auch gerade noch mal Buller, da bin ich die Hände gewaschen. Unsere Steffi! Du kommst nicht aus Leipzig, erkennt man? Nee. Sondern du kommst aus Bratwurstland, gerade hier rüber. Aus einer Themenschürze. Steffi ist die junge Dame, die sozusagen nicht nur konzeptionell hinter allem steht, sondern auch die Fleißmeise ist, die schon seit drei Wochen nichts anderes tut. Bananen gepflückt hat, Speck geschnitten, hat ein Ei ausgegluckt und was ist das hier eigentlich? Ei. Ei, das ist Ei? Schon geschlagen? Ja, Hühnchen ist so lecker, das esse ich auch jetzt immer und es ist wirklich fein. Und Hühnchen mit Hühnchen? Hühnchen mit Hühnchen, das ist einfach, dann nimmt man ein frisches Hühnchen und die Reste vom Vortag von dem Hühnchen. Genau, da fällt sich auf. Oder hat man Hühnchen mit Hühnchen? Kaltes Hühnchen und warmes Hühnchen. Oder gefundenes Hühnchen, gefundenes Fressen, haha. Ja. Hallo, ihr Hund, dein. Okay, Action. Das hört nicht auf, du musst auch mal einen Anfang Ah, komm, wir fressen eine Leiche, du erfahrte ich das Weich. Ja, Ende. Ein Zaubertrick noch ganz schnell, kurze Vorspeise geben. Dieses Messer steckt Volli jetzt in seinen Hut. Richtig runter, richtig gut hoch. Messer rein, Hut runter. Simsalabim. Ich hole das Messer hier wieder raus. neben deiner Karriere als Musikant, als Tschechienreisender, bist du aber auch Moderator 10 Jahre gewesen, einer der einflussreichsten Talkshows dieses Planeten. Und zwar guter Nacht Couch in unterschiedlichen Lokalitäten. Du hast dich so nach oben gearbeitet. Da wieder runter. Was ist denn da passiert bei Dagmar Frederik und dir? Ich glaube, die wollte weg. Warum? Naja, wir haben uns so nett unterhalten. Sie hat gesagt, Mensch, André, wir sind ungefähr gleich alt. Und da ist mir schlecht geworden. Weil sie roch schon ein bisschen, ja. Aber, na gut, okay. Und ich soll sie halt duzen. Weil ich sage, was soll ich denn sagen? Ducky, Freddy und die Koseform von Frederik Frettchen. Und da war sie dann schon ein bisschen ja, im Gesicht erschlafft. Ja. Liebe Freunde, ihr sollt ja satt werden. Und das schaffen wir. Warte. Das ist gut. André Kulanasch bedient euch, liebe Freunde. Warte, dass man das noch erleben darf. Also ihr wollt doch das meinst. Au! Also, wir machen Rosmarin in Öl, das ist ganz normales Öl oder Olivenöl. Olivenöl. Dazu klein gewürfelte Zucchini. Eins meiner Lieblingsessen. Zucchini, aber die nicht. Ricky, kochst du alles? So. Echt, du kochst alles? Ach, guck mal hier, die Handbewegung ist richtig. Warum habe ich dich denn da nicht eigentlich gekriegt, habe für heute? Aber der Zaubertrick. Nicht das Mal. Ja, scheiße. Da gibt es immer ganz großen Ärger, wenn wir zu Hause kommen. Ich werde dann meistens aus der Küche rausgeschickt. Aber vorher nehme ich mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Und Salami-Brot. Ein Rindvieh ist deswegen tot. Es liegt nun da, in Scheiben geschnitten, haltbar bis zum 8.3. Darum war es im Angebot, Salami-Brot. Salami-Brot.
Bärchenwurst, oh Bärchenwurst, wird von Kindern oft verachtet. Bärchenwurst, oh Bärchenwurst, weil man Teddys dafür schlachtet. Die Chinesen essen bunt, mit Gemüse wird er bunt. Den gibt's auch bei uns, das weiß ich. Er hat die Nummer 38. Touristen Speckblutwurst, da gehe ich nicht ran. An einer war sogar die Kamera noch dran. Könnte bitte jeder, der noch nichts zu essen hat, mal den Arm hochgeben? Wer ist denn das, der hier ohne Fleisch ist? Und so wohl genährt, ohne Soße, ohne Fleisch? Kundschaft, Frau Kundschaft. Genau, wir sollen heute machen Bananentraum. Da steht hier, was wir tun sollen. André muss... Wartest du mal bitte, aber wir Steffi kommen, bevor wir hier alles zur Minna machen. Jeder von euch außer einem Tisch, und das wird der Tisch hier unten sein, wenn man dazwischen geschwatscht hat. Guck mal, hier gibt es welche, die haben nicht aufgegessen. Die sind eine Dame. Nee, habe ich nicht, weil du siehst ja, dass die Baganute hier. Wenn du das ein bisschen anders halten würdest, hättest du die Beine drinnen in der Brühe. Und bin ich zu Hause, muss ich mal Sachen machen? Ja? Mach ich diese Erdöne, die Bananenscheiben? Ja. Die Mokka-Bohnen. Die Mokka-Bohnen. Da ist Sahne drin und Zucker. Okay, wir kriegen das hin. 12 Leute müssen wir den werden. Ein, zwei, drei. Gut, dann ist ja in Ordnung. So, wenn ja. Dein Wunsch ist mir Befehl. Und ohne Mokka-Bohnen, wir haben noch 2. Liebe Freunde, ihr habt sozusagen 3 Gänge überlebt. Der erste Gang war Spaghetti Carbonara. Hauptspeise war selber gemachter Rollbraten, und zwar italienischer Art. Dazu gab es Wintergemüse Zucchini. Und die Nachspeise war Bananentraum. Unsere Steffi! Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude auf dieser Erde, auf der wir leben. Weiter! Mit mir, mein kleines Lied.